In der Verpflegungslinie, da werden die Tiere praktisch nach Größen sortiert. Das heißt, also das beginnt von 1000 Gramm bis 1900 Gramm, je nachdem wie schwer die Tiere sind. Und gleichzeitig wird dort die Qualität beurteilt. Das heißt, es wird festgestellt, ob es sich um eine A-Qualität oder um eine B-Qualität handelt. Unter B-Qualität fallen Tiere, die eine Beschädigung aufweisen, zum Beispiel einen Flügelbruch und so weiter. Und die Tiere werden automatisch dann weitergeleitet in die Zerlegung.